Hallo, liebe Genossinnen und Genossen, hallo, liebe Freunde. Ich bedanke mich herzlich für das Engagement der Genossinnen, die den Kreisparteitag organisiert haben und die Beteiligten für deren Kommen. Und vielen Dank für euer Vertrauen, dass ich diesen wichtigen und verantwortungsvollen Job machen dürfte. Für die, die mich nicht kennen, hier ist eine ganz kurze Vita meiner Person. Ich bin 1963 in Ostanatolien geboren und habe auf einem Dorf an der Küste des Schwarzen Meeres meine Kindheit und habe dann schließlich in Istanbul meine Jugend verbracht. Dort habe ich auch Kunst studiert. Im Jahr 1989 kam ich nach Deutschland. Nachdem ich meine Deutschkenntnisse aufgefrischt habe, arbeitete ich ab 1992 in verschiedenen Agenturen als Grafikdesigner. Seit 2010 bin ich selbstständig. Ich beschäftigte mich über die Ausbeutung der Menschen und gesellschaftlichen Probleme schon im Kindesalter, weil das Leben in Istanbul sehr teuer war und ich als Kind neben der Schule jobben musste, um meine Familie finanziell zu unterstützen. Mein Hunger auf Wissen und Lesen hat meine politischen Ansichten befestigt. Ich bin auch ein aktives Mitglied der Föderation Demokratischer Arbeitervereine e.V. und momentan Vorsitzender des Vereins DIDIF Braunschweig. Wir versuchen die Arbeiterinnen mit Migrationshintergrund in den Gewerkschaften zu organisieren, damit sie mit ihrer Kultur und Identität eine Bereicherung für die Gesellschaft sind. Warum ich kandidiere? Weil wir in den kommenden Jahren vor großen Herausforderungen stehen. Die Wirtschaft und Gesellschaft müssen innerhalb des nächsten 2 Jahrzehnte klimaneutral umgebaut werden. Ohne ein entschlossenes Handeln gegen die Klimakrise ist die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder auf diesem Planeten in Gefahr. Bereits jetzt zerstört der Klimawandel die Lebensgrundlagen von Millionen Menschen. Der sorgenlose Umgang der Industrie mit der Natur und mit dem Mensch muss endlich aufhören. Das Umsteuern in Richtung einer sozialen und ökologischen Wende muss jetzt beginnen. Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit gehören untrennbar zusammen. Ohne soziale Gerechtigkeit kann keine große Transformation hin zu einer klimaneutralen Gesellschaft gelingen. Und ohne Klimagerechtigkeit gibt es jetzt und in Zukunft keine soziale Gerechtigkeit. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie ungleich die Arbeit und die Lasten in dieser Gesellschaft verteilt sind. Die milliardenschweren Konjunkturpakete und Wirtschaftshilfen konnten zwar das Schlimmste verhindern. Profitiert haben aber vor allem die Konzerne. Viele haben die Wirtschaftshilfen genutzt, um Dividenden zu sichern und die Kosten der Modernisierung nicht aus den eigenen Profiten, sondern aus den Kassen der Steuerzahler zu finanzieren. Viele Beschäftigte in diesen Konzernen müssen dagegen Kündigung oder Verlagerung ihres Unternehmens fürchten. Minijobberinnen, Prekärbeschäftigte und Leiharbeiterinnen sind als Erste davon betroffen. Von 60% Kurzarbeitergeld kann im Niedriglohn niemand leben. Für die Mehrheit der Beschäftigten hat der Arbeitsstress zugenommen und wer sich nicht ins Homeoffice begeben kann, wird zwar vom Minister geklatscht, bekommt aber keine wirkliche Anerkennung. Die Mehrheit der Menschen verliert seit Jahren an Einkommen, während einige Superreiche absurde Summen einstreichen. Extreme Ungleichheit ist kein Naturgesetz, sondern Ergebnis der Macht, die große Konzerne über unsere Wirtschaft, unsere Politik und unsere gemeinsame Zukunft ausüben. In der Corona-Krise haben die Superreichen ihren Reichtum vermehren können. Für das Jahresgehalt eines der DAX-Vorstandes müsste eine Pflegekraft in Deutschland über 156 Jahre arbeiten. Der Niedriglohnsektor und die daraus resultierende Altersarmut sind eine Schande für unsere Gesellschaft und müssen abgeschafft werden. Keine Rentnerin müssen an der Schlange für die Tafel anstehen oder vom Müll Pfandflaschen sammeln. Sie haben bessere Lebensbedingungen verdient. Viele privatisierte Krankenhäuser und Pflegekonzerne sind in der Börse aktiv.
Das heißt, sie müssen Gewinne erwirtschaften, damit ihre Aktienbesitzer beruhigt werden. Dabei benutzen sie die Konzerne alte Rezepte, Lohnunterdrückung, Personalabbau, Verschlechterung der Arbeitsbedingungen und Service für Patienten. In Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen fehlen für eine gute Betreuung jeweils 100.000 Pflegekräfte. Die Eigenanteile für die Versicherten oder ihre Angehörigen treiben viele Menschen in Armut und Verzweiflung. Rassistische und faschistische Organisationen und Parteien organisieren sich weiterhin und werden zunehmend radikaler. Rechter Terror nimmt zu und fordert seit Jahren Opfer in Deutschland. Der Mord an Walter Lübcke, die Anschläge in Halle und Hanau, die ungeklärten Morde des NSU, auch rechte Netzwerke in der Polizei, NSU 2.0 und der Bundeswehr wurden bekannt. Spätestens mit dem Auffliegen des nationalsozialistischen Untergrunds NSU ist die Verstrickung rechtsextremer Personen, Gruppen und Parteien auch innerhalb staatlicher Institutionen, Polizei und Verfassungsschutz, nicht mehr zu leugnen. Die Politik muss konsequent Rassismus und rechte Strukturen vor allem innerhalb staatlicher Institutionen bekämpfen. Das Erstarken von Rassismus hängt unmittelbar mit der sozialen Frage zusammen. Der Kampf gegen Rassismus muss deswegen auch immer ein Kampf gegen soziale Missstände sein. Wir wollen ein Land, in dem alle Menschen gleichberechtigt zusammenleben und an den demokratischen Entscheidungen beteiligt werden, unabhängig von ihren individuellen Fähigkeiten, ihrer körperlichen Verfassung, ihrer Herkunft und sozialen Stellung, ihrem Geschlecht, Alter oder ihrer sexuellen Orientierung. Eine inklusive Gesellschaft, barrierefrei, in der niemand ausgegrenzt wird. Jede Waffe findet ihren Krieg. Der Export von Kleinwaffen und Waffenfabriken muss verboten werden. Rüstungsexporte in den Ländern, die an Kriegen beteiligt sind und Menschenrechte missachten, müssen sofort unterbunden. Und Auslandseinsätze der Bundeswehr müssen sofort beendet werden. Die Ausbeutung der Menschen, der natürlichen Ressourcen und die Kriegsführung und Unterstützung in den armen Ländern sind die wahren Fluchtursachen. Die Fluchtursachen müssen bekämpft werden, nicht die Geflüchteten. Elend und Sterben an den europäischen Außengrenzen müssen ein Ende haben. Unsere Umbaupläne sind nicht bescheiden. Sie sind der Größe der Probleme angemessen. Reichtum und Ressourcen für diesen Umbau gibt es. Sie müssen nur gerecht verteilt werden. Um die gerechte Verteilung werden große Kämpfe geführt. Die Konzerne werden versuchen, ihre kurzfristigen Profite zu verteidigen. Sie werden die Krise nutzen, um Löhne und soziale Standards zu drücken. Sie werden nach finanziellen Hilfe aus Steuergeldern rufen, ihre eigenen Steuern senken wollen. Die Parteien, die den Konzernen nahestehen, werden vorschlagen, öffentliches Eigentum zu privatisieren, Reiche und Unternehmen zu entlasten. Wir wollen den Grundstein legen für eine Zukunft, die nicht vom Markt und Profit bestimmt wird, in der alle genug haben, um ein Leben in Würde und Respekt führen zu können und niemand Angst vor Altersarmut haben muss. Gemeinsam können wir das Land verändern, wenn wir zusammen für eine Politik eintreten, die dem Gemeinwohl dient. Es sind keine leichten Aufgaben und sich mit den Mächtigen anzulegen, erfordert viel Mut. Lass es uns anpacken. Wir haben diesen Mut. Dankeschön.